Ja, Klaus, wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es in der GfK darum, die Werte herauszuschälen und dann einen Kompromiss zu finden. Ist es so? Ja, also erstmal Werte herausstellen, ja, darum geht es, dass man das auswickelt und schaut, was ist drin, bis man zu den Bedürfnissen vorgestoßen ist. Es geht dann allerdings nicht um einen Kompromiss, zumindest so, wie wir diesen Begriff definieren in der gewaltfreien Kommunikation. Kompromiss bedeutet für uns, dass wir nur auf der Ebene der Strategien uns in der Mitte getroffen haben. Ich würde jetzt gerne, dass wir uns um 10 Uhr treffen, ich um 12, treffen wir uns in der Mitte, also um 11. Das ist so ein Quickfix, der aber sich nicht darum kümmert, um welche Bedürfnisse geht es auf beiden Seiten. Und deshalb sagen wir, ein Kompromiss ist eine Trostpreislösung. Die geht manchmal zügig, ist aber in der Regel nicht tragfähig. Warum? Weil sie kümmert sich nicht wirklich um das, worum es im Kern geht, nämlich um die Werte und Bedürfnisse der Beteiligten. Wir finden eine Lösung, die beide Seiten zufriedenstellt, weil sie sagen, das sind meine Bedürfnisse dabei berücksichtigt worden. Und dann wird sich's praktisch rentieren, sozusagen, also die Trostpreislösung zu nehmen, sondern so lange dran zu bleiben, bis ich wirklich das Gefühl habe, jetzt ist meins auch erfüllt und gleichzeitig das deine. Ja, genau. Und das geht natürlich nur, wenn wir die Bedürfnisse auf beiden Seiten auf dem Tisch haben, die abstrakt und allgemein sind. Und für jedes Bedürfnis gibt es Dutzende von Möglichkeiten, wie es erfüllt werden kann. Und dann suchen wir die Strategie, die dieses und dieses Bedürfnis komplett erfüllt. Und das nennen wir dann Konsens. Und dadurch, dass wir uns vorher um die Bedürfnisse gekümmert haben, ist es auf einer logischen anderen Ebene als auf der Ebene, wo man sagt, du möchtest, dass ich das tue, ich möchte, dass du das tust, treffen wir uns fairerweise in der Mitte. Da braucht man wahrscheinlich ein bisschen Übung und eine Form von Geduld, die man aufbringen lernt, bis man wirklich so lange miteinander gesprochen hat, dass es ein Konsens, also dass die Bedürfnisse klar sind und dass man darauf einen Konsens finden kann. Ja, und diese Geduld bringen wir dann auf, wenn der Fokus klar ist. Uns geht es darum, eine Lösung zu finden, die beide Seiten zufriedenstellt und nicht eine Lösung zu finden, mit der jeder so mehr recht als schlecht leben kann. Das heißt, es würde helfen, genau das nochmal klarzumachen, auf den Tisch zu bringen. Es geht um diese Lösung, wo beide Bedürfnisse berücksichtigt sind. Genau. Ja, Gut. hört sich gut an. Danke.